In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gango hören» rede ich mit der ehemaligen Lehrerin und Auswandererin Monika Leuenberger über. Wie es einem kann gehen, wenn man sich getraut, einfach an einem völlig neuen Ort mit neuen Sprachen sich anzusiedeln. Zum Beispiel in einem ländlichen Dorf in Guatemala. Und was alles kann passieren, wenn man offen ist für neue Möglichkeiten. Wie zum Beispiel aus einem völligen Zufall aus ein eigenes kleines Hilfswerk auf die Beine stellen. Oder sich auf die Beine stellen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts «Gango hören». Diesen Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblings-Podcast-App oder mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass heute vis-à-vis von mir im Zoom-Call ein Gast sitzt. Hallo, wer bist du? Hallo, mein Name ist Monika Leuenberger. Ich bin eine ehemalige Arbeitskollegin von dir. Also wir haben, Nicola und ich haben zusammen Schule gegeben, lang in Aeschlimach. Ja, und ich lebe im Moment in Guatemala. Genau, wie lange schon? Seit 2 Jahren. Also und ich war vorher schon ein halbes Jahr mal da gewesen, bin dann zurückgekommen in die Schweiz und habe noch weiter gearbeitet, also ich musste noch mal ein bisschen Schule geben, weil, ja. Und das war auch sehr gut so. Und nachher bin ich im 2019, wäre das gewesen, ja, Februar, da hingekommen. Irgendwie am Ende Februar aufgehört zu arbeiten, zuerst das Mal, und am 1. März hier angefangen zu arbeiten. Das war recht ein krasser, schneller Wechsel gewesen. Das glaube ich. Und ich glaube, wie das alles vonstatten gegangen ist, das erzählst du nachher noch etwas genauer. Auch das ganze Abenteuer Guatemala uns noch etwas besser beschreiben oder genauer beschreiben. Oder dass man sich das Bild machen kann. Aber zuerst fangen wir den Podcast wie alle anderen auch mit der Kategorie «Was schaust du?», wo es darum geht, dass uns unsere Gäste einen Tipp aus Kultur, Unterhaltung, Kunst, was auch immer, mitbringen. Hast du etwas? Ja, gell, es wäre jetzt lässig, ich hätte etwas Aktuelles oder eben etwas aus Guatemala oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 2 Bücher gelesen in den letzten 2 Jahren und ich bin ja auch ehemalige Bibliothekarin. Es ist wirklich eine Schande. Aber für meine Verhältnisse erlebe so viel im Alltag, sehe so viel. Ich habe am Abend, wo ich eigentlich am liebsten lese, vor meinem Bett gehe, einfach den Kopf nicht frei für noch mehr Geschichten sozusagen. Es ist wirklich krass, ich habe wirklich einfach das Bedürfnis nicht, mich in eine andere Welt einzubegeben und dort quasi Sachen zu erleben oder Neues zu sehen oder so. Darum habe ich nichts aktuell, sondern einen uralten Lieblingsfilm von mir. Und der heisst «What's Eating Gilbert Grape?» Auf Deutsch, glaube ich, irgendwo in Idaho. Und dort sind Johnny Depp und Leonardo DiCaprio noch blutjung und noch richtig gute Schauspieler. Also der Film, ich habe ihn glaube schon 100 Mal gesehen und das ist bei mir sonst nicht der Fall. Ich schaue meistens den Film einmal und vielleicht noch das 2. Mal oder so, aber sonst eigentlich lieber einen anderen, neuen Film. Und der fasziniert mich einfach immer wieder. Den finde ich einfach wirklich so gut. Hast du das schon mal geschaut, seit du in Guatemala bist? Nein, ich habe auch eben weder Bücher noch Filme, nichts, etwa mal einen Podcast oder sonst eigentlich Zeitung gelesen, ja. Aber nichts, eben kulturell ist sowieso jetzt im Moment ist ja auch alles zu da und es hat auch gar nicht wirklich ein Angebot. Wenn wir gerade bei der Kultur bleiben, was ist so ein typischer guatemaltekischer kultureller Anlass? Gute Frage. Es reden ja immer alle die Expats da, und ich ja finde, sind einfach eigentlich Immigranten. Die sagen dann so, ja, eben die Maya-Kultur und das ist so wahnsinnig und das Vermächtnis und so. Ich da, wo ich wohne, komme das nicht so mit über. Das ist vielleicht mehr so in der Hauptstadt und in Antigua, wo das wirklich so präsent ist im Alltag. So ein typischer Anlass wäre wahrscheinlich ein Marimba-Konzert.
Oder halt so um den Nationalviertig herum, dort machen sie so Tänze. Ja, und aber vor allem das, die Marimba und die traditionellen Trachten. Ja, aber das ist alles jetzt das erste Mal abgesagt gewesen, weil Belagerungszustand war. Ich weiss den Grund gar nicht mehr, ehrlich gesagt, irgendetwas Politisches. Und nachher im zweiten Jahr wegen Covid. Also ja, ich habe es gar nie richtig ganz live erlebt. Ich finde nur schon das alleine klingt mega spannend, und wenn man den Podcast auf YouTube schaut, dann sieht man, dass auch die Verbindung ein bisschen abgehackt ist. Also man sieht dich manchmal ein bisschen stockend, aber den Ton hören wir. Aber wenn man den Ton hört, dann hört man im Hintergrund noch ganz viel Tier. Erzähl doch schnell, was bei dir im Hintergrund gerade noch so rum ist. Was hört man da? Ja, also bei uns hat es ganz viele Hühner. Ich plädiere eigentlich immer wieder darauf, dass wir einfach ein paar gute Legehennen haben, aber das ist irgendwie, denen werden dann gleich immer wieder Eier zum Ausbrüten unten geschoppert. Und dann jetzt wieder Bibeli und so. Plus werden mir auch immer wieder Tiere geschenkt. Also wirklich kommen meistens von irgendeinem Projekt, von dem reden wir ja dann später noch heim, und haben irgendwo ein Bibeli in einer Tasche oder eben gerade einen ganzen Güppel. Oder so, ja, also das sind Hühner und Göckel. Und auf der anderen Seite zwei Papageien, aber das dürfte ich eigentlich gar nicht unbedingt öffentlich erzählen. Ich hoffe, niemand tut mich dort bei der lokalen Polizei verraten, weil es ist illegal, solche Vögel zu haben. Das ist auch eigentlich gut so, ich bin da total dafür. Ja, einen haben wir gekauft und den anderen haben wir adoptiert. Seit neuestem hat es noch Hund, aber der ist eigentlich sehr lieb und tut nur so Alarm schlagen, wenn wirklich etwas ganz komisch ist. Zum Beispiel hat man letztes Mal den, der Zeitung bringt, und ich kaufe nicht immer eine. Also, es hat zwei Zeitungen, die eine ist nur Mord und Totschlag und Verkehrsunfall mit einfach nur Bilder und wenig Text. Und die andere ist eine gute Zeitung, aber die lese ich eigentlich am Wochenende und nicht jeden Tag. Eben, und der hat mir eine geschenkt, scheinbar. Ich war gerade in der Dusche und habe es darum nicht gemerkt. Und er hat sie bei den Türen so beim Gitter reingelegt. Und der Hund hat gefunden, es ist etwas gar nicht gut. Und hat einfach so draussen wirklich so angefangen zu heulen. Und als ich dann schaue, hat er quasi so mit den Pfoten aufgezeigt. Schau mal, es ist ja ganz, kann ich nochmal. Den Hund haben wir erst etwa seit 6 Wochen, der ist uns zugelaufen. Und das Lustige ist, es ist überhaupt nicht so der typisch räudige Strassenhund, der abgemagert ist, sondern einen kleinen, fetten, gut erzogenen Beagle. Und niemand fragt ihn an. Das ist wirklich sehr cool. Aber der gehört, also meinst du, der gehört jemandem, wenn der so dick und fett ist? Oder meinst du, der lebt einfach, ist ein bisschen ein Wandergesell und lebt von Zeit zu Zeit bei Leuten und wird dort gehütert? Ich habe wirklich das Gefühl, der hat jemandem gehört. Ich weiss nicht, ob es eine auf einer Reise, ob er einem Reichen muss der gehört haben, ob sie ihn vielleicht auf einer Reise verloren haben, quasi, ob der abgehauen ist dann oder so. Ich weiss es nicht. Ja, auf jeden Fall, er tut so, oder sie, besser gesagt, als hätte sie schon immer hier gelebt, als wären wir schon immer ihre Chefin gewesen und als wäre sie schon immer mit dem Pickup mitgefahren und so. Sie ist ganz da daheim. Es ist wirklich sehr herzig. Ja. Das sind Tiere, die es hat. Ja, Entschuldigung. Ich hoffe, du kommst wegen der Papageien kein Problem über. Aber ein bisschen freuen würde es mich natürlich schon, wenn die guatemaltekische Polizei unseren Podcast würde hören und dann das würde mitbekommen wegen dem. Also ein bisschen Freude hätte ich schon auch. Ja, das wäre im Fall echt nicht gut, weil ich würde vielleicht im Gefängnis landen oder müsste extrem hohe Busse gerade sofort können zahlen. Und die Vögel selber würden es wahrscheinlich einfach sie mitnehmen und weiterverkaufen oder so. Also ja. Eben, mein Partner, der César, hat eben so gerne einen Papagei wollen. Und ich habe gesagt, ja, ich hätte auch gerne einen Papagei, aber das ist so ein schrecklicher Handel. Das darf man einfach nicht unterstützen. Und dann haben wir erklärt, eben, wie das geht und dass die Nester ausgebeutet werden, oder? Und dass der ganze Haufen Papagei auf der Reise sterben und so weiter. Und dann hat er gesagt, aha, ja, nein, wenn das so ist, wollte ich kennen. Er hat es einfach sich gar nie überlegt. Und dann seiner Freundin, die einen für ihn hat organisieren wollte, gesagt, nein, wir wollen den nicht mehr. Dann hat sie gesagt, ja, der Vogel ist schon bei meiner Tante. Jetzt kommt fast nicht mehr hinter sich raus. Ja. Und jetzt haben wir den halt. Aber immerhin hat es gut bei euch.
Ja, und es ist total schön natürlich und lustig, also witzig. Also ich habe ja gemeint, der Vogel, den hast du einfach so auf seinem Stängel, ja, dann gibst du mir ein bisschen Körnchen und ohne irgendwie jetzt, weißt du, wie ein Fisch im Glas, ohne Beziehung. Ja, nein, ist gar nicht, sie sind wie Katzen. Also. Das habe ich nicht gewusst. Lustig. Ja, ich auch nicht. Wir sehen jetzt hinter dir ein... Sie scheint jetzt da auf Zoom gelbliche Tapete oder Mauer. Erzähl mal schnell ein bisschen, erstens mal wo überhaupt und wie lebst du? Ich lebe in der Nähe von Rio Dulce. Das kennt man vielleicht noch am ehesten, wenn man Guatemala ein bisschen kennt. Das ist am grössten Binnensee quasi, was hat. Lago Isabel. Dort, wo... ich meinte, sie sei eine Schwester von Glencore, Nickelminenbetrieb. Die ist immer wieder in der Presse, wegen Umweltverträglichkeit und Menschenrechte und so. Und dort von dem See aus geht nachher ein Fluss Richtung Meer, also Richtung Atlantik über. Und das ist der Rio Dulce. Und das Dorf dort, oder das grössere Städtli, sage ich jetzt mal, dort heisst Fronteras. Wir wohnen aber etwa 4 Kilometer außerhalb. Richtung Tikal, das wäre so die nächstgrösste Touristenattraktion mit den Maya-Ruinen und so. Also, ja, das hier ist so ein typisches Arbeiterdorf, gemischt mit indigener und hispanischer Bevölkerung, wenn ich das richtig sage. Sie wissen selber nicht, wie viele Einwohner es hat. Etwa 3'000, würde ich sagen. Vielleicht sind es auch mehr, weil halt die Familie relativ gross sind. Ja, und dort wohne ich in einem gemieteten Haus. Bei uns würde man vielleicht sagen, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, aber es ist recht grosszügig angelegt. Und die Zimmer gehen immer gegen voraus. Also es hat nicht eine Verbindung, du kannst nicht vom Schlafzimmer in die Küche über, zum Beispiel. Du musst voraus und dann wieder bei der Küche rein. Und so. Die Wohnungen kommen ohne Möbel natürlich, also auch ohne Kühlschrank und Kochherd und so. Es hat eine Aussenfeuerstelle, aber die ist jetzt... bei uns Hühnerstall mehr. Aber mittlerweile hast du... Und wie ist der Lebensstandard, dass man sich das so vorstellen kann? Ich nehme an, nicht vergleichbar mit dem, was wir in der Schweiz haben. Aber du hast gesagt, es hat keinen eingebauten Kühlschrank und keinen gebauten Kochherd. Ich nehme an, das hast du aber jetzt noch nachträglich rein, da selber, oder wie denn? Ja, das habe ich gekauft. Oder lachaufen, kurz bevor ich gekommen bin. Ja, nachher der Standard. Ich habe ehrlich gesagt, weißt du, das Badzimmer hat es zum Beispiel nicht wirklich, sondern es ist einfach so eine viereckige, zementierte Dusche, also wo oben quasi der Schlauch zu der Wand rauskommt und dann kannst du den anlassen oder abstellen, den Wasserhahn. Es hat nur kaltes Wasser. Braucht eigentlich auch nicht mehr, aber manchmal, wenn es im Winter, also im Dezember, relativ kühl ist, also ja, relativ eben, aber wenn der kalt duscht ist am Abend, ist es schon eiskalt. Wie warm ist es jetzt gerade bei dir? Jetzt habt ihr jetzt... 3 Wochen ist es wirklich fast unerträglich heiß. Gefühlt die 45 Grad. Aber es ist vielleicht etwa 38. Und im Winter? Und ich weiss, die tun mal nicht Temperatur messen und ich habe kein Thermometer. Aber ich vermute jetzt mal, im Winter ist es vielleicht, wenn es kalt ist, 22 Grad, so 20 vielleicht. In der Nacht vielleicht so 18 höchstens. Also ja. Und eine Heizung hast du wahrscheinlich nicht im Haus? Nein. Ja. Das ist ja ein ziemlicher Kulturschock. Oder Kulturschock, eine rechte Veränderung zu deinem vorherigen Leben. Ich glaube, wir stellen die Reihenfolge um von diesem Podcast. Ich wollte zuerst darüber reden, wie du überhaupt nach Guatemala gekommen bist, bevor wir dann darüber reden, was du dort machst. Wie kommt man von Aeschlimat, oder als Sek-Lehrerin in Aeschlimat, wo man ja, sagen wir mal, so etwa den sichersten Job ever hat und verdient nicht schlecht und du bist schon lange dort in Aeschlimat gewesen. Wie lange hast du in Aeschlimat Schule gegeben? 18 Jahre, glaube ich. Ich habe 20 Jahre dort gelebt. 18 Jahre. Ja, weißt du, mit meinem Urlaubsjahr ist es schlussendlich 18 Jahre. Also,
Also du hast 18 Jahre lang Schule gegeben, das heisst, du bist voll drin gewesen, du hast gewusst, wie der Karren läuft, du hast gut verdient und hast deine eine herzige 3-Zimmer-Wohnung gehabt, sagst du das mal? Und dann, wieso zieht es dich dann nach Guatemala? Was ist da passiert und wie ist es dem gekommen? Ich störe dich bei Krach übrigens nicht, weil da haben sie eben so eine Saufkneipe aufgemacht. Vor kurzem. Und jetzt hast du nicht gehört, die Lautmusik? Mal habe ich gehört. Ich habe gedacht, das passt total zum Flair. Eben von wegen, es ist nicht nur die, sondern rundum. Es ist so laut, immer eigentlich. Ja. Der Papagei findet es schön. Sagt, oh, der Rico! Ja, darf ich noch etwas sagen zum Haus? Ist mir noch etwas in den Sinn gekommen? Ja. Der Standard ja, ist sicher viel tiefer und ich merke es wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so. Weißt? Ich würde wahrscheinlich in der Schweiz in die Wohnung reinkommen, das passiert einem ja manchmal auch nach der Ferien und finde, leck ist das hier blitzeblank und so perfekt. Jeder Abschluss ups, am Boden. So, weißt du, so kein Stäubli und kein Ritze und nichts. Und da ist natürlich alles, also eigentlich Rohbau, könnte man sagen, so wie im Rohbau. Im schon ein bisschen vergammelter Rohbau. So. Wir kämpfen da permanent gegen Mäuse, Ratten im schlimmsten Fall, Frösche kommen immer wieder rein, Kakerlaken natürlich, so kleine, sind nicht Salamander, aber frag mich nicht, was sind, aber etwas ähnlich, so Eidechsli, Schlangen, Taranteln hat es manchmal, beim Eingang zum WC oder in der Küche. Also es ist einfach so ein bisschen anders, aber durch das, dass man ja immer verrissen ist, ist es mehr so wie campieren. Weißt du, es gruselt einem dann nicht so rasch, weil man ist ja verrissen und man ist barfuß und man kann schnell mit einem Köbel den Boden waschen und so. Also, aber ja, es ist schon ein extrem anderer Standard. Man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen. Ich weiss noch, am Anfang bin ich immer so ganz verkrampft gewesen, weil ich dachte, berührt mich dann vielleicht gerade ein Kakerlaken am Zehen oder jetzt vielleicht, wenn ich da auflüpfe, kommt gerade etwas raus. Und das ist auch wirklich, also das passiert auch wirklich. Ich habe letztes Mal etwas nähen und es sind aus der Nähmaschine immer wieder kleine Kakerlaken rausgekommen, bis ich aufgeschraubt habe und gesehen habe, dass dort also einfach Eier drin gehabt von den Kakerlaken. Also weißt du wirklich so, hey nein, ich habe die Maschine eingepackt, warum sind ihr jetzt sogar dort innen? So, ja. Und wie, also und kannst du das total cool handeln? Inzwischen einigermaßen, aber ich gebe natürlich schon zu, wenn der César, mein Partner, rum ist, dann rufe ich natürlich «César, ein Kakerlaken!» und dann kommt er und tut sie raus. Aber wenn ich allein bin, ich kann es schon, wenn ich muss, aber ich mache es nicht so gerne. Ja. Aber ja, ich bin nicht mehr so verkrampft, weißt du, dass ich mir denke, wow, was... Weil jetzt weiss ich ja inzwischen auch, was es etwa könnte rauskommen, oder wenn es bollet im... Backofen innen, weiss ich, das ist wahrscheinlich unten innen eine Maus. Also ja, und ich denke dann nicht, Jesus, was ist eigentlich jetzt das für ein exotisches Tier, wo, jetzt, wo ich nicht weiss, ob es beißt oder krebelt oder nur Angst hat. Ja. Aber deine Frage war, wie ich da hinkomme, gell? Ja. Ich hatte doch so einen sicheren Job gehabt. Und ja, und ich möchte auch das sehr, sehr betonen. Es war nicht so, gewesen, dass ich von da so, weißt du, jetzt könnt ihr mir an dieser Schule alle am Rand sagen, jetzt habe ich es gesehen. Du, es ist okay, ich bin ja dann nicht mehr dort gewesen. Ja, nein, aber auch alle anderen vielleicht. Also, so quasi im Gegenteil. Ich habe gewusst, ich bin so gut dort aufgenommen und fühle mich dort so daheim, dass ich es quasi kann wagen kann, mal auszuziehen, weißt du, wie so. Manchmal denke ich irgendwie mit in dieser Geschichte, die ausgezogen ist, um es fürchten zu lernen. Es ist mir eine Art vielleicht zu wohlbehütet gewesen, ich weiss nicht, also nicht jetzt so fest ist mal bezogen, sondern so, wie ich aufgewachsen bin oder das Leben, das ich geführt habe, eben vielleicht zu sicher, zu geplant oder eben so gut organisiert. Ich weiss es nicht genau. Es ist nicht, dass ich eben einen Grund gefunden habe, so, und jetzt wegen dem mache ich jetzt das. Es ist, so bin ich auch sonst in meinem Leben eher weniger. Sondern es ist mehr, glaube, dass ich offen bin für Sachen, die rundherum passieren. Also, und wenn sich eine Möglichkeit ergibt, schaue ich, ob ich die ergreife oder lieber nicht. Und jetzt in dem Fall war es so, dass ich segeln war.
Eine Schweizer Familie hat eine Lehrerin gesucht für ihre Tochter auf dem Segelboot. Und mit denen bin ich nachher eigentlich da in Rio Dulce gelandet, vor 3 Jahren. Und bin nachher da geblieben. Das muss ich jetzt nicht alles erzählen, warum. Aber es war gut gewesen, so. Ja. Und bin nachher ein halbes Jahr da gewesen. Auf einem anderen Boot habe ich kennengelernt, mit, wo Amerikaner gehört hat. Am Schluss bin ich sogar allein dort und habe quasi dann ihr Boot gehütet. Und habe César kennengelernt, auch noch. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin noch nicht fertig. Es würde mich interessieren, mehr zu wissen, wie die Leute hier leben, wie das funktioniert, warum es so viel Armut hat. Einfach, das hat mich einfach interessiert. Und ich bin zurück auf Eschlismann zur Schule gegangen und in der Herbstferien nochmal hierhin zurückgekommen. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich einfach bei einer Schule, die ich gehört habe, von einer, fragen, ob die vielleicht jemanden suchen. Und dann bin ich dort nur ein bisschen fragen. Nein, ich wollte nicht fragen, ob sie jemanden suchen. Ich wollte fragen, wie die Schule funktioniert, wie sie es aufgebaut haben und so. Und dann haben wir ein bisschen geredet, Direktorin und ich, und irgendwann hat sie eben gesagt, sie suche eigentlich jemanden zum Unterrichten. Und ich könnte es mir überlegen, bis im November irgendwie, und dann könnte ich im Januar anfangen. Ich habe ihr gesagt, ich kann unmöglich schon im Januar zurück sein. Ich muss sicher das Semester fertig machen und nachher auch noch meine Wohnung auflösen und so weiter. Ja, und das habe ich nachher so gemacht. Also, gell, und das klingt jetzt so, aber ich bin natürlich, als sie das gesagt hat, habe ich nicht gefunden, ja, das mache ich, oder? Sondern nicht so angefangen, nein, yes, stopp, mach das nicht und weisst du nicht, auf was du dich einlässt. Und so kann ich mich dann ein bisschen schwer tun, natürlich bis zu dem November. Und irgendwann habe ich gedacht, probiere ich. Das würde mich noch interessieren. Also ich glaube, das, also es klingt mega cool und mega beeindruckend. Oder dass du so den Mut hast und sagst, eigentlich lass mein Leben, das ich hier habe, quasi hinter mir oder neben mir und gehe noch mit anders hin und starte dich quasi wieder mal von vorne. Und also ich glaube, das hat ja schon so ein bisschen einen Charme, dass man sagt, ich breche hier meine Zelte ab und gehe an einen anderen Ort hin. So ein das, ich glaube, Auswandern ist eine Thematik, die im Moment sowieso ein bisschen am Boomen ist. Spätestens seit der Doc-Sendung auf dem SRF, wo es die Auswanderer begleitet haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das noch viele denken, wow, das ist cool, das mache ich. Aber dann, was geht denn da in einem vor? Ich denke da, das ist doch ein Rechtsringen mit sich selber und soll ich jetzt oder soll ich nicht? Und was ist denn schlussendlich der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass du gesagt hast, und jetzt mache ich es einfach? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja auch nicht gedacht, so, ich wandere jetzt aus oder, und komme sicher in 5 Jahren zurück. Ich habe ja mehr gedacht, mal, das könnte ich ja probieren. Ich könnte dort wirklich ein Schuljahr lang, das ist bis Ende Oktober, mal die Schule geben. Weißt, ich habe nicht gedacht, ich wandere aus. Und ich habe gedacht, ich gehe dort mal schauen für eine längere Zeit. Ja, ich wollte jetzt mal im Ausland wohnen. So. Mhm. Aber nur schon das. Nur schon das braucht ja, es ist ja dann nicht einfach nur, ich gehe ein Semester auf Berlin oder auf Wien oder auf Rom, sondern du bist ja in eine ziemlich andere Kultur rein. Wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, vertraue ich dort einfach, oder habe ich darauf können vertrauen, dass ich sehr flexibel bin. Sehr genügsam bis zu einem gewissen Grad. Ich muss einfach eine saubere Dusche und ein sauberes WC haben und Spaghetti zum Essen und das ist gut. Ja, und Freiheit, dass ich nicht muss etwas machen muss, was ich überhaupt nicht will. Gibt es denn Spaghetti in Guatemala? Gibt es, ja. Weil ich weiss noch, wo ich in Kuba war, sind wir sehr happy gewesen, dass wir dann einmal in diesen, also ich war ja nur 2,5 Wochen oder so, gewesen, dann mal einmal nicht nur noch Reis mit Bohnen und Hühnchen hatten, sondern noch mal Spaghetti. Aber das war ein rechter Aufwand für die Gastfamilie, die wir dort übernachtet haben, die, an die Pasta reinzukommen, das weiss ich noch. Ja, unglaublich. Ich habe den Segelturn in Kuba angefangen. Und Kuba, ich weiß, ich glaube nicht mehr auf Kuba, also ja, das hat ja nichts. Also, ja. Ja, natürlich mal Salsa, natürlich Salsa-Tanz und so, aber ja, sonst ist es wirklich so beelendet, vor allem, weil man nicht
nicht dahinter kommt, was eigentlich läuft. So ist es mir vorgekommen. Ich konnte nicht den Leuten sagen, also wieso hat es jetzt heute kein Mehl? Das ist wie nicht... Es hat einfach keine gehabt. Ja. Hat einfach keine. Ja. Wenn ich zurückdenke an die Schulzeit in Aschlismatt, dann habe ich dich manchmal schon als sehr pflichtbewusst wahrgenommen. Und ich denke, vielleicht haben wir auch, also ich mag mich noch an eines erinnern, wo wir zusammen im Klassenlager waren, wo wir, ich weiß nicht mehr, um was das gegangen ist, aber wir sind auf jeden Fall recht anderer Meinung gewesen, was ich weiß nicht mehr genau, ist es echt jetzt darum gegangen, ob wir mit den Kids baden dürfen, obwohl wir das Allergie nicht hatten oder irgend so etwas. Und es ist 40 Grad. Ich hatte das Allergie nicht gehabt, oder viele von uns haben es nicht gehabt. Wir sind doch dort auf dieser Velotour gewesen und dann ist es darum gegangen, ja, wenn man dann irgendwann an einem Fluss vorbeifährt, dann kann man da nicht trotzdem mal reingumpen oder so. Ja, irgendwie so. Weiß auch nicht mehr. Oder dass man allgemein denke ich, was mir vielleicht auch manchmal gemangelt hat, ist halt schon auch ein bisschen das Genauere, das Pflichtbewusste, wo ich jetzt gesagt hätte, wärst du jetzt eher die Person gewesen, die das gehabt hat, von uns zwei zumindest. Was ja auch nicht besonders eine gute Auszeichnung ist. Ja. Nein, ich finde, also das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach, ich habe jetzt, so wie wir miteinander zu tun hatten, auf professioneller Ebene im Schulhaus, hätte ich jetzt uns ja, einfach ein bisschen unterschiedlich wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist. Oder ob ich dir jetzt irgendetwas erzählen findest, von was redest du eigentlich? Nein, also mal, ja, ich weiss schon, von was du redest, aber und das ist nie so, dass ich fand, der lauere und hält sich an gar nichts. Und nein, also das ist ja doch jetzt die Regel überhaupt nicht. Für mich ist es wahrscheinlich mehr einfach zu sein, ja, verantwortlich, wenn etwas passiert, gell? Das typisch Schweizerische, ja, und wenn das und das passiert, dann müssen wir ja können sagen, nein, aber wir haben alles richtig gemacht. Und das andere habe ich immer gefunden, ja, das ist das Beste, dass wir den Nicola im Schulhaus haben, wo einfach findet, nein, das machen wir jetzt so und so, oder wo mal ganz andere Ideen hat und so, also, ja, wirklich, wo ich eben viel zu fest so die Streberei bin und das so ganz richtig machen. Das regt mich ja selber natürlich auch auf, dass ich, siehst, wie, oh, ich bin ja nicht mutig, ich tue schön so, das so machen, wie man das macht. Ja, ich glaube, darauf auswählen, und darum hat es mich eben sehr fest auch ein bisschen erstaunt, aber eben auch ein bisschen beeindruckt, dass du diesen Schritt gemacht hast, weil das ist ja jetzt sich auf ein Abenteuer einlassen, wo ja ziemlich nichts klar ist im Voraus, und ich denke jetzt gerade in Guatemala wahrscheinlich, wo sehr vieles einfach so ein bisschen seine eigenen Regeln hat, wahrscheinlich, wenn es überhaupt Regeln hat, oder vielleicht auch ein bisschen, einfach ein bisschen willkürlich ist. Wie gehst du mit dem denn um? Oder wie hast du dich an das gewöhnt? Oder hast du sogar etwas können mitgeben und im Dorf läuft jetzt alles viel geregelter als vorher? Ja, genau. Da könnte man schon etwas mitgeben und gewisse Sachen würden wahrscheinlich oder vielleicht ein geregelter Lauf. Vielleicht gibt es das schon im ganz, ganz Winzigen. Aber sonst ist der Unterschied, glaub, dass das ja für mich persönlich ist, für mich privat. Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen. Dass, wenn mir jetzt etwas passiert, quasi, kommen nachher nicht irgendwelche Eltern und sagen, ja, so und jetzt. Oder? Sondern, also mal meine Eltern ja vielleicht. Aber ich bin ja ganz für mich nur verantwortlich, nicht nur für eine Gruppe von Jugendlichen. Ist das wahrscheinlich der Unterschied? Also ja, ich habe dass man nicht viel Sicherheit hat, kein Problem. Ich bin jetzt natürlich auch noch nie in eine ganz brenzlige Situation gekommen. Oder so. Und es gibt mir schon sehr, sehr zu denken, ja mal, ich weiss, dass wenn da etwas passieren würde, ich habe keine, es wäre doch allen gleich. Ja. Also, könntest du nicht die Polizei anrufen und sagen, der hat aber und so, dann würden sie sagen, ja, was? Nein, der hat mir jetzt gerade 200 gezahlt und darum hat der gar nichts Schlimmes gemacht. Ja. Was, wenn wir in der Schulterminologie bleiben wollen, was hast du im Bereich von der Selbstkompetenz gelernt, jetzt in der Zeit, wo du in Guatemala warst? Viel flexibler zu sein, eben.
noch viel offener sein für andere Konzepte oder Wahrnehmungen? Schwierige Frage. Ein bisschen Gelassenheit. Auch eben so wie das Zuversichtliche, irgendwie geht es schon, es geht immer irgendwie weiter. Und natürlich eine riesige, ich weiß nicht, ob das in die Selbstkompetenz gehört, wahnsinnige, ein anderes Wort für Dankbarkeit oder Einsicht, wie privilegiert das man selber ist. Ja. Ich finde, das merkt man ja nur schon nach einem Wochenendtrip. Alle, finde ich. Ich finde das extrem. Ich finde, dass, wenn man wieder zurück in die Schweiz kommt, auch wenn man nur 3 Tage in Irland war, dann, ich finde, das ist immer wieder so eine totale Insel von der, wie sagt man, so eine behütete Wohlfühlinsel irgendwie. Also ich finde, das merkt man, ich finde, für das muss man nicht einmal 3 Jahre oder 2 Jahre auf Guatemala, ich finde, das reicht alle schon, nur schon ein, aber ja, das glaube ich dir sofort, dass man das insbesondere dann hat, wenn man so lange, so weit weg ist, wie du das bist. Ich weiss nicht, ob es noch gleich in der Schweiz ist. Manchmal denke ich, es ist glaube ich, das, weißt du, nicht mehr so. Weißt du, wo alle so gesagt haben, ja, und wenn etwas ist, dann kannst du einfach wieder zurückkommen, dann findest du ja sofort wieder einen Job und so. Und jetzt finde ich so, weiss nicht, ob es. Also ich finde absolut. Ich habe das ja ein bisschen ähnlich wie du, einfach auf einer anderen Ebene, wenn es darum geht, mit meinem Job jetzt. Weil das ja auch ein bisschen mit Risiko verbunden war. Der Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit. Und jetzt, so während Corona, ist jetzt vielleicht auch nicht gerade die beste Zeit, um das zu machen. Und ich habe dann auch immer gesagt, ja, wenn es überhaupt nicht läuft, dann gehe ich halt wieder ein bisschen Schule geben. Und ich war gerade letzte Woche wieder zu Ästlismat für ein paar Tage. Und ich gehe übernächste Woche wieder auf Ästlismat. Also, ich habe das Gefühl, dass mit zurückkommen und da ein bisschen Schule geben, das könnte ich sowieso immer. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch alles wie vorher. Außer dass das Bar nicht offen hat. Das Bar nicht offen hat. Ja, ja. Bei uns hat sie eigentlich auch nicht offen, aber sie hat eben gleich offen. Ja. Das habe ich übrigens schon lange gedacht vor dem Gespräch, das will ich dir sagen. Eben, weil du hast mir, glaube ich, mal so ein bisschen eine Art geschrieben, wie, dass es ja eigentlich Mut braucht, das alles aufzugehen. Aber du hast ja viel mehr Mut gehabt, eben dann noch eine eigene Firma zu gründen quasi. Und du bist ja in der Schweiz und musst dich können, also ja. Da muss das Geld einkommen, um den Alltag zu bewältigen. Und bei mir müsste eigentlich auch, aber ich kann da noch ein bisschen länger von meinem Ersparten ausharren. Also, ja. Jetzt könnten wir das Spiel spielen und einander sagen, wer mutiger ist, weil ich finde natürlich, du bist viel mutiger als ich. Weil wenn es da nicht läuft, dann mache ich ein Telefon und morgen könnte ich auf Ästlismat ein bisschen salopp gesagt. Und wenn wir das Bein auf dem Weg dorthin brechen, dann bin ich 5 Minuten auch im Spital. Also ich habe das Gefühl, der Mut ist jetzt nicht unbedingt grösser als bei dir. aber du hast jetzt das schon angesprochen. Mich würde es noch wundern, was machst denn du jetzt eigentlich so genau in diesem Guatemala? Du kannst jetzt nicht 2 Jahre lang von deinem Ersparten als Lehrerin leben. Gut, ging vielleicht. Ich weiss nicht, wie der Lebensstandard ist. Aber einfach nur rumhocken und Zeitung lesen, machst du ja wahrscheinlich nicht. Erzähl mal ein bisschen, was ist so ein bisschen? Ich tue nicht nur umhocken und Zeitung lesen, obwohl, gell, das stellt man sich so vor, in der Tropen, in Guatemala, wow, Palmenstrand und Bücher lesen. Aber so ist es überhaupt nicht. Also, zuerst bin ich hier gekommen und habe Englisch unterrichtet, an einem Colegio Bilingue, das heisst. Und es ist geführt von ausländischen, also von einem Ausländer, nein, von einem Guatemaltek, der mit einer Ausländerin geheiratet ist. Und dort habe ich ein Schuljahr lang geschafft und auch verdient, wobei sehr, sehr schlecht verdient, also nicht einmal den Minimallohn von Guatemala. Und eigentlich ja, darf ich auch eigentlich gar nicht offiziell arbeiten. Also ich bin nicht irgendwie offiziell da am Arbeiten gewesen. Dort habe ich etwas verdient pro Monat, aber es war auch so Herzverdienstgeld. Ich bin doch zurückgekommen im November 2019. Und Dezember, 2 Wochen, glaube ich, nur. Und habe eine Stellvertretung gemacht, das erste Mal. Also ganz, als ich angekommen bin, hat sich das ergeben. Und habe 3, also ich glaube, Montag, Dienstag und einen halben Tag noch am Mittwoch
Stellvertretung gemacht und habe so viel verdient wie hier in 5 Monaten. Und klar ist der, sind die Lebenskosten da niedriger, aber so niedrig doch auch wieder nicht. Also der Lohn hat hin und vorne nicht gelangt, um wirklich, ja, zum wirklich sich finanzieren. Nachher habe ich entschieden, nicht mehr weiter Schule zu gehen. Aus verschiedenen Gründen. Es hat mir sehr gefallen mit den Kindern und Jugendlichen. Ich habe unterrichtet von 90, ich, bis 6. Klasse. Ja, und wirklich so ein Grüppli von 4 war, glaube ich, das Minimum in der 1. Klasse. Und 22 in der 5., 6. zusammengenommen. Ich habe wirklich so alles Mögliche und Unmögliche gemacht. Und du musst dir vorstellen, dort hat es, das war eine Privatschule, also wie eine gute Schule sozusagen, aber es hat nichts. Also ich musste meine eigenen Whiteboard-Stifte mitbringen. Es hat kein Material. Die Kinder müssten dir das Material eigentlich dabei haben, aber die haben es natürlich manchmal wieder vergessen. Und so. Aber für mich zum Unterricht hat es einfach nichts. Du hast einfach nichts, außer das gratis Englischbuch, wo eigentlich das Beispielbuch war, um das Buch zu bestellen für Kind, also ja, ohne Lösung, weißt du, und so. Also klar kann ich die Lösung mir ja selber zurechtlegen. Ist nicht schwierig, aber einfach ein Mehraufwand. Einfach so, und es hat auch kein Kopieren. Also ja, einfach mit nichts hast du dann müssen recht ein Programm haben, um 6 Lektionen lang hintereinander ohne Pause die verschiedenen Gruppen irgendwie ein bisschen zu unterhalten oder so. Ja. Mhm. Wie bin ich jetzt auf das gekommen? Du hast erzählt, was du machst. Ich habe das nicht mehr gemacht, aber nicht aus dem Grund, dass mir das eigentlich die Arbeit mit diesen Kindern nicht gefallen hat, sondern mehr wegen der Direktion. So der Umgang war wirklich so ein bisschen sklavenmässig, die Anstellung. Also für Guatemaltekinnen und Guatemalteker, die gearbeitet haben, noch viel schlimmer. Sie sind wirklich so behandelt worden, ein bisschen wie der letzte Dreck oder wie Schulgofen quasi. Und ich bin lange, hatte ich so eine Sonderstellung, weil alle gemeint haben, ich sei die Freundin von der Direktorin. Sie hat das allen so erzählt, weil das zu meinem Guten sei, hat sie gesagt, dass das Leute so wahrnehmen. Und darum haben die mir nie so, weißt du, nicht mehr so auf Distanz gewesen, bis sie irgendwann gemerkt haben, dass das gar nicht stimmt. Ja. Auf jeden Fall bin ich dort nachher weg. Also es war sowieso ja Ferien im November, Dezember haben die Ferien und im Januar wird es wieder anfangen. Und dann habe ich eigentlich nicht viel gemacht, wirklich Zeitung gelesen und so, Kolibri zugeschaut am Morgen und ja, halt das Haus noch ein bisschen besser eingerichtet und so. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten für eine Organisation da, aber natürlich nur Freiwilligenarbeit. Es ist sehr, sehr schwierig, da Geld zu verdienen. Es hat keinen Job. Und das Einzige, wo vielleicht möglich wäre, ist halt wieder wegen der Pandemie nachher nicht möglich gewesen. Das, weißt du, Englisch unterrichten für Touristen, nicht Englisch, Spanisch natürlich, das habe ich angefangen gehabt, aber eben, wo die Pandemie nachher angefangen hat, also ja, sind auch Touristen gar nicht mehr gekommen. Mhm. Ja, also ich habe ein bisschen Englisch unterrichtet, Einheimische und Spanisch den Touristen. Dort verdienst du natürlich, ja. Dort kannst du dann so ein bisschen höhere Preise machen, also immer noch, gell, irgendwie 12 Franken für Stunde. Aber das ist super. Mhm. Ja, und nein, sonst lebe ich wirklich von meinem Ersparten. Jetzt im Moment habe ich jemanden, wo mich zwei Personen, die mich ein bisschen sponsern. Mhm. Also bei jemandem reicht es, um Miete zu zahlen. Da. Das ist eine riesige Entlastung. Das ist wirklich recht cool, obwohl ich lange natürlich wie ein schlechtes Gewissen hatte und gefunden, das muss mir doch niemand Miete zahlen. Und eine Amerikanerin, die in Antigua wohnt, in der Nähe von der Hauptstadt, die tut mir ab und zu etwas überweisen, wo sie findet, es ist nicht eine Spende, sondern es ist für dich Lohn. Ja, aber sonst lebe ich von meinem Ersparten. Lohn für was? Lohn für die Projekte, die ich angefangen habe zu machen. Genau, und was hast du für Projekte angefangen zu machen? Weil ich finde die eigentlich mega spannend. Mhm. Also, wo das mit dem Covid angefangen hat, sind in Guatemala rigorose Massnahmen getroffen worden. Das war jetzt im Nachhinein gewesen, wirklich recht lustig. Da hat es geheißen, wenn ein Covid-Fall im Land, die Grenzen gehen zu und es geht alles zu. Man darf
keinen Bus mehr nehmen. Also es hat keinen Bus mehr. Man darf nicht arbeiten. Die Läden haben nur noch offen, ich weiß nicht mehr, von 10 bis 12 oder so etwas. Restaurant zu, Bars zu, ja, nicht mehr. Keine Baustellen, nichts. Und der Präsident hat immer geredet, am Abend, macht die. Und weißt du, der manchmal gesagt, eben, morgen gehen die Grenzen zu. Also das heisst, am Abend um 12 Uhr ist nachher das Eintreten. Und das war echt stressig. Also, für uns ist es jetzt noch gegangen, aber mal, ich kann mich erinnern, ich bin am Anfang an so Vorrat einkaufen und so. Das machst du sonst nicht, weil ich alles, wie heisst es, sich tut, hey, wie heisst es, abläuft, weisst du, oder schlecht wird, oder irgendwelche Viecher reingehen oder so. Aber dann habe ich ein bisschen Spaghetti eingekauft und ein bisschen Soßen und so, ein bisschen Konserven und so. Hast du nicht gewusst, was wird passieren? Und weil das immer alles so schnell gegangen ist. Und durch das haben natürlich wirklich Familien von einem Tag auf den anderen ihren Tageslohn verloren. Also ja, wenn du keinen Bus hast, kannst du nicht arbeiten, wenn du nicht selber einen TÜV oder sogar ein Auto hast. Es leben viele Leute. Es leben viele Leute vom Tageslohn quasi. Also man geht arbeiten, am Abend gibt es Geld und dann mit dem, ja. Ja, Der wird zur Nacht eingekauft. Und der? Und der hat das eben natürlich fatale, sofortige Auswirkungen auf den Alltag gehabt. Und, muss ich noch sagen, gleichzeitig, ich habe noch ein bisschen Geld verdient. Das habe ich gar noch nicht gesagt. Ich durfte, und das war ja der Hammer, durch das, dass ich bei dieser anderen Organisation freiwillige Arbeit gemacht habe, bin ich in Kontakt gekommen mit der Kanadierin. Die hat ihre Organisation, die heisst Enfermeras del Mundo, kommt dir vielleicht bekannt vor, weil auf dem Pickup steht der Name, der Pickup, den wir brauchen. Und sie hat gesagt, ob ich nicht mitkommen mit ihr in die Dörfer raus. Sie baut dort so Tageskliniken aufbauen, wo die Leute sich behandeln können, also Entwurmen, Ekzem, Schwangerschaftstests, so Blasenentzündungen und so ein bisschen solche Sachen. Und sie bräuchte noch jemanden, der übersetzt. Und dann bin ich dort eine Woche lang leider nur, das war ja Anfang März, gerade wirklich kurz bevor die Grenzen eigentlich dann plötzlich zugegangen sind, dort mit und habe übersetzt und habe am Tag also gut verdient, 200 Gezahl. Ein normaler Taglöhner kommt zwischen 50 und 100 vielleicht über. Und es war natürlich vor allem völlig spannend gewesen. Eben auf alle Fälle. Wie heisst die Währung? Gezahl. Gezahl. Gut. Habe ich etwas gelernt, habe ich noch nie gehört. Gleich wie der grüne Nationalvogel. Es ist eigentlich ein Vogel, der Gezahl. Okay. Ja. Und es ist so lustig, wenn der Nationalvogel ist. So ein herziger, grüner Vogel mit so kurzen Flügeln. Also weißt du, so nicht ein Adler oder so etwas Mächtiges. Aber wenn der Schwanzfeder ist und siehst, wie er fliegt, dann findest du mal ja, sehr eindrücklich. Und das gefällt mir eigentlich noch. Weißt du, nicht so, puah, schau mal mehr, sondern mehr so, schau dir den Ohr. Ja. Die Kanadierin hat mir angeboten, uns ins Spital zu fahren mit ihrem Pickup, weil César, seine Mutter, hat ziemlich schlimm den Arm gebrochen gehabt und musste operiert werden. Und so, ja, ganz eine leidige Geschichte, wirklich. Und genau an dem Tag, wo sie uns transportiert hat, haben sie Bescheid bekommen, dass sie auf einen Repatriierungsflug auf Kanada zurück können. Das heisst, sie ist hier gefahren und hat mir gesagt, wir können euch nicht fahren, aber du kannst ja selber fahren. Und du bringst nachher den Pickup einfach zurück ins nächste, in das Dorf, wo wir unsere Klinik haben quasi. Ich habe gesagt, ja, tipptopp, alles gut. Und ich konnte nachher den Pickup aber nicht mehr zurückbringen, weil der bei der Klinik war, im Stau stecken geblieben ist. Weil, weißt du, das ist wirklich alles chaotisch zu und her gegangen im ganzen Land. Oder? Leute, die nicht mehr heim können, andere, die eben nicht mehr arbeiten können und so weiter. Polizeikontrolle plötzlich und so. Und dann habe ich gesagt, macht nichts, ich habe den Pickup hier in die Garage gestellt, schau, nach Foto geschickt, also da ist er sicher. Und dann hat sie eigentlich vom Wetter, weißt du, also, den brauchst doch du den. Viel besser, wenn er dort in der Garage ist und gebraucht wird, wenn er in der Klinik steht und nicht gebraucht wird. Ja, und ich kann natürlich fast nicht können, glaube ich. Ich meine, ich bin bis jetzt mit einem kleinen Kollektivobüsschen rumgefahren und habe noch ein Klappvelo bekommen zum Brauchen von ein paar Seglern, die abgereist waren. Und ja, du bist mal sehr eingeschränkt und du bist vor allem am Schleppen von Einkäufen und so.
Hey! Papagei dürfte dich zu gehen. Ja. ja, und haben wir plötzlich so eine Karre gehabt. Alte zwar, aber ja. Super. Und gleichzeitig haben wir nachher eine Nachbarin, die ist Amerikanerin, eine ältere Frau, 1000 Quetzal in die Finger gedrückt und gesagt, los, könntest du nicht etwas organisieren für unsere Nachbarn, die da ums Essen kämpfen sind quasi, oder ums Essen auf den Tisch bringen kämpfen sind. Ich habe vorher schon ein bisschen kleine Sachen organisiert, weißt du, so, vielleicht mal jemand ein Medikament gekauft oder geschaut, dass wir dann irgendwie einen Kontakt organisieren für Hilfe und so. Also ja, darum hat sie das gewusst und ja, gefunden, mach doch etwas für unsere Nachbarn. Ja, und nachher haben wir angefangen, Mais und Bohnen kaufen und abfüllen in Säcke. Und sind Liste erstellen im Quartier, wer es besonders Hilfe nötig hat und so. Dann sind wir das verteilen im Pickup. Das war unsere erste Aktion und nachher hat sich das ausgeweitet. Ja, und jetzt haben wir eben im letzten Jahr über etwa 3500 Familien so können. Klein, gell? Das ist natürlich ein Tropfen auf einen heissen Stein. Ja, aber du hast ja so einen kleinen Bericht geschrieben für all die Spenderinnen und Spender. Also du hast ja Geld bekommen, schlussendlich aus der Schweiz, von Bekannten von dir, um die Nahrungsmittel zu kaufen. Oder wie ist das genau gelaufen? Ja, ich habe ja die WhatsApp-Gruppe, das Guatemala-Update, gegründet vor eben etwa 2 Jahren. Und zwar, weil, als ich hierher komme, wir natürlich alle, und ja, auf das können wir dann schon auch noch zu reden, gell, was ich vermisse. So, es gibt nur etwas, aber auch 2 Sachen. Also sag doch gerade, was du vermissest. Also, was mir wirklich fehlt, ist Salsa-Tanzen. Weißt du, man würde meinen, wow, Guatemala und so, ja, das ist ja wahnsinnig und so. Du kannst sicher immer tanzen, zum Beispiel. Hey, überhaupt nicht, ja, der Reggaeton, aber es kann niemand wirklich tanzen. Ja. Das fehlt mir, also wirklich auch Bewegung. Ja. Und also meine Freundinnen und Freunde und meine Schwestern natürlich, Familie. So. Und zwar, weißt du, echte Freundschaft oder ein Gespräch, wie jetzt mit dir, du meinst jetzt, ja, das ist einfach eben, für dich ist das nachher ist gerade ein anderes so eins wieder, aber ich nicht. Das ist eine Ausnahme. Und klar, wenn ich telefoniere mit der Schwester, aber dann müssen wir meistens etwas organisieren. Für unsere Mutter geht es nicht so gut im Moment. Ja, oder ich erkunde mich nach dem Göttibub und so. Und dann muss man ja meistens dann wieder eben abhängen und weg und Zeitverschiebung und so. Und da rede ich meistens Englisch oder Spanisch mit den Leuten. Das ist nicht ganz gleich, aber mich gar nicht beklagen. Und meistens macht mir das auch nichts aus. Aber es ist darum auch wirklich kulturell anders. Ich finde, in Guatemala gibt es nicht Freundschaften so, wie es bei uns existiert. So mit vollem Vertrauen. So. Und das fehlt einem also schon. Ja. Also weißt du, ich kann schon mit dem Guten gehen. Es ist nicht, dass ich am Abend im Bett brülle und denke, nein, also was. Aber da merkt man einfach, das ist schon eine Wahnsinnsqualität. Ja. Und dann hast du eben die WhatsApp-Gruppe gegründet. Ja, genau. Ja, ich glaube, die ist mir inzwischen glaub, viel wichtiger, als denen, die das vielleicht lesen oder ein bisschen überfliegen oder so. Ich kann nur für mich sprechen. Ich lese eigentlich immer gerne deine Berichte. Also man kann das ja schnell erklären, du hast eine WhatsApp-Gruppe gegründet, aber so, dass eigentlich nur du kannst reinschreiben. Das heisst, du berichtest dort, man kann aber nicht drin antworten, dass wenn ich dir antworten auf, wow, das ist jetzt ein cooler Bericht oder mega cool, was du machst, dann muss ich dir nachher privat schreiben. Weil in dieser Gruppe ist es wirklich einfach eine Berichterstattung eigentlich von dir. Ja, das ist ein Monolog. Ich habe das nicht so vorgesehen, aber manchmal ist den Leuten passiert, dass sie mir aus Versehen zurückgeschrieben haben, weißt, so ganz spontan. Und die haben das gar nicht wollen in dieser Gruppe veröffentlichen, aber sind halt wie auf den falschen Knopf gekommen. Darum habe ich irgendwann gefunden, ich tue doch das einfach ausschalten, dann passiert das niemandem mehr. Aber es ist nicht irgendwie, dass ich nichts hören von dieser Seite oder so. Ich habe auch gedacht, weißt, nichts Lästiges, wenn eine Gruppe, wo jemand schreibt, ja, ich habe das so und so gemacht, und dann schreiben sie auch, ich auch. Ja, dann tut es die ganze Zeit, hast du Stress, weil immer wieder eine Nachricht einkommt. Ja, ich kann nicht die Leute belästigen.
Ich finde das mega cool so. So kommen einfach die Updates über und sonst ist einfach nichts in dieser Gruppe. Das ist super. Aber du hast ja eigentlich, also die Gruppe hat es schon von Anfang an gegeben und dann hast du aber vorhin erzählt, eben, dass du mal einmal in die Dörfer rausgegangen bist, um die Nahrung zu bringen. Und also, wie hat sich denn das entwickelt, so, dass du dann gesagt hast, oh, das ist eigentlich etwas, das wollte ich jetzt regelmäßig machen? Nicht so fest, so unbedingt so im Kopf gehabt. Die Gruppe ist gegründet worden, weil viele mir eben geschrieben haben, ja, was machst du und wie geht's und wie ist das und so. Manchmal habe ich noch gewusst, habe ich jetzt deren das schon geschrieben oder habe ich es diesem geschrieben und der andere noch nie gesagt, so kompliziert. Dann habe ich eben irgendwann gefunden, ich tue gescheiter alle die in eine Gruppe, also ja, die wollen, und berichte so ein bisschen ab und zu. Ich kann ja immer noch persönlich natürlich Kontakt haben, aber das ist ein bisschen einfacher ist. Und dann habe ich natürlich von dieser Aktion berichtet in dieser Gruppe. Also, und zwar nicht im Sinne von, schau mal, was wir gemacht haben, was ich gemacht habe, sondern einfach unter vielen, ja, also, ja, unter vielen anderen Sachen ist das und das passiert. Und dann haben das paar einfach so gut gefunden und gefunden, oh, kann ich auch spenden oder ja, ich will auch mitmachen. So. Dann sind die Spenden gekommen und wir haben sie einfach umsetzen. Und mir ist es extrem wichtig, es hat in dieser Zeit, anfangs, eben so im Mai, vielleicht Juni, hat es andere Gruppen gehabt, lokale Gruppen, aber auch ausländische, die dann so Aktionen gestartet haben. Und die sind dann aber meistens einfach, weißt, mit einer Ladung eben so Säck, zum Beispiel hier in Secha durchgefahren, bei der Hauptstrasse, ein bisschen Quartier rein, und haben einfach allen so einen geschenkt. Also, das ist ja schon auch gut, das finde ich auch, darf mal sein. Ja, wir haben probiert, das recht, eben, gell, wieder, wie sagt man, sehr strukturiert und so anpasst zu machen. Nein, aber wir sind in die Dörfer und haben auch mit der Gemeindebehörde quasi geredet, gesagt, was wir vorhaben. Oder haben persönliche Kontakte gesucht. Weißt, manchmal sind wir auch angesprochen worden. So, hey, wir haben gehört, das sind die. Und, oder jemand ist einfach gekommen und hat gesagt, hey, ein Freund oder so, und hat gesagt, ja, er wisse nicht mehr, wie Milchpulver zahlen für die Kinder. Oder so. Ja. Oder hat vielleicht sein Velo verkaufen für das oder so. Ja, und wir probieren eben wirklich herauszufinden, wer bei wem ist die Not wirklich gross und wer hat jetzt einfach auch noch gerne etwas. Und wir haben auch Listen geführt, weißt, mit Namen, dass wir auch wissen, dort sind wir schon mal gewesen und die haben letztes Mal etwas bekommen und jetzt nehmen wir das andere Quartier. Genau, eben, weil da bin ich auch von einem Stoppel, aber du hast in der Guatemala-Update-Chat einen kleinen, ganz kurzen, zusammengefassten Spendebericht reingetan. Als PDF, und dort hast du eigentlich schon geschrieben gehabt, dank eurer Unterstützung erhielten in den letzten 12 Monaten über 3000 Familien Lebensmittel, Schuhe, Kochutensilien, Kleider, Saatgut und individuelle Hilfe. Außerdem ist der weitere Schulbesuch für eine Gruppe von fast 20 Teenagern gesichert, deren Eltern aufgrund der Hochwasserkatastrophe vom letzten November das Schulgeld nicht mehr bezahlen können. Also 3500 Familien, das finde ich noch beachtlich. Also es ist recht cool. Und gell, wenn du sagst, ja, wir fahren in die Dörfer raus, also ich finde alle, vielleicht kannst du das noch ein bisschen schildern. Also wenn du alle Fotos schickst von deinen Abenteuerreisen in die entlegenen Dörfer raus, das ist ja dann nicht einfach wie bei uns, wenn ich ins Entlebuch fahre, was ja schon sehr abgelegen ist, wo eine sauberste Kantonstrasse ist, zweispurig betoniert, sondern das sieht ja ein bisschen anders aus, wenn du in die Dörfer gehst. Erzähl dich mal. Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Ja. Und auf den Fotos kommt es im Fall nie so, sieht so aus, ja, ist es einfach ein bisschen schlammig oder so, aber nie so, wie es wirklich ist. Weißt du, so, dass du wirklich denkst, hoffentlich kommen wir auch irgendwie wieder zurück. Also ja, und da kann ich ja gar nicht aussteigen, da ist es so tief, der Schlamm und so. Und ich denke, wer hat jetzt auch noch gesagt? Ich weiß nicht, wer es ist, hat so wie gesagt, ja, aber Toyota kommt überall durch. Das tue ich mir dann wieder sagen. Aber nein, Toyota kommt überall durch. Und es ist wirklich, bis jetzt haben wir immer riesen Schwein gehabt. Ja, nein, das sind eben zum Teil natürlich ganz stotzig drauf, zum Teil hat es einfach gar keine Strasse mehr wirklich. Oder gerade in den Hochwassergebieten, ich habe ja jetzt nur, bis jetzt nur geredet von diesen strengen Covid-Massnahmen, die so einschneidend waren, aber es ist ja nachher im November hat es ja noch so schlimme Hochwasser gegeben. Und dann sind wir auch dort hin und schauen, was könnten wir bringen als Hilfe quasi. Und ja, das ist wirklich, also die Strassen sind jetzt zum Teil natürlich sehr schlecht beieinander. Aber wir haben zum Glück 4x4. Du kannst auch ins Wasser reinfahren. Eben, einmal ist ein Parkplatz so, also
Wir tun manchmal mit der Lancia, mit dem Boot Sachen transportieren, weil man sonst entweder eben wegen Hochwasser gar nicht mehr die Strasse benutzen kann oder weil die Orte sowieso nur per Wasser zugänglich sind. Und während der Hochwasser haben wir wirklich können, so vom Parkplatz aus gerade das Boot laden und dann können so ein bisschen hinterschein runterfahren bis zum Hochwasser quasi und Lancia können bis zum Parkplatz runterfahren. Ja, mhm. Aber ja, und es ist uns auch schon ab und zu etwas passiert. Zum Glück nie etwas Schlimmeres. Aber eigentlich habe ich den Karren so in ein Senkloch manövriert. Ich habe es nicht gesehen. Es war ein bisschen wie eine Kurve. Und einfach Gras rechts und nachher schon einen Abhang. Ja, aber und dann wollte ich jemandem ausweichen und bin ein bisschen zu weit überkommt, ist das Vorderrad schon eingesackt. Gell? Und erst dann haben wir gesehen, dass es dort voll so in ein Doppel runtergeht. Ja, dann sind wir einmal alle ausgestiegen. Und dann, zum Glück findet man immer jemanden, der einem hilft. Also ja, wir halten halt einfach irgendjemanden auf oder geht mal ein bisschen zu Fuss suchen, ob es irgendwo ein Haus hat, wo jemand ist, der vielleicht jemanden kennt, der vielleicht weiss, dass jemand anders auch einen Pickup hat und so. Dort haben uns dann zwei Pickup rausgezogen, gell? Peinlich. Aber das Gute war, sie haben gesagt, ah, dort, ja, dort haben wir gerade vor zwei Tagen schon jemanden rausgezogen und da ist immer wieder jemand dort drin und man sieht es wirklich einfach nicht. Das hat mich noch beruhigt, weißt du, ja. Ah, gut. Ja, das passiert auch anderen. Zwei Mann sind dort gestanden am Schluss, oder? Und ich, ja, einmal bin ich in einem Palmenhain total versumpft. Wir haben nicht können durch den Fluss, weil das Wasser zu hoch war und hat uns jemand wie einen Schleichweg gezeigt, weiter oben, wo der Fluss nicht so hoch ist. Und dann sind wir aber nachher in so einem Öl, Palmenhain völlig versumpft. Auch dort ist schon etwa zwei Stunden vor uns der Bäcker, der Brot, also so Brötchen, in die Dörfer rausbringt, auch scheinbar versumpft. Also die Arbeiter dort mit dem Traktor haben dann gesagt, ja, wir wissen wie. Ja. Und das ist nachher, hast du nicht gesehen, der Höllenritt? Ich am Steuer und dann gesagt, einfach nicht bremsen. Und auf dem Video siehst du genau, wie ich immer wieder bremse. Und ich habe gefunden, ich habe die Bremse nie berührt, nie. Ja, weißt du, das Problem ist, es ist ja nicht mein Auto, sonst könntest du sagen, ja. Aber ich möchte ja nichts kaputt machen. Mhm. Und wir sind ja völlig auf den Karren angewiesen, natürlich. Genau, das kann man sagen. Ja. Der ist ja essentiell. Ja, eben, gell, das klingt jetzt vielleicht alles immer so wow und so cool und sehr abenteuerlich und so. Ja, es ist auch recht anstrengend und ein bisschen stressig. Also wirklich eben, weil es ist nicht einfach, ja, zahlt eine Versicherung oder kauft man halt den neuen oder nein. Ja, es hat nur den. Ja, ich komme natürlich die Geschichte immer nur im Nachhinein über, wenn es uns Schilder ist und im Nachhinein weiss man, dass alles gut gegangen ist und dann denkt man einfach, wow, cool Abenteuer. Aber im Moment ist es natürlich etwas anderes. Das ist mir auch klar, ja genau. Wir kommen langsam so ein bisschen gegen das Ende zu. Ja, wir sind da schon fast eine Stunde wieder am Bläuderle miteinander. Ist das jetzt, weißt du, das ist ja nicht ursprünglich deine Idee gewesen mit diesen Hilfsfahrten in die Dörfer raus, aber siehst du das jetzt so ein bisschen als deine Aufgabe und ist das etwas, wo du das Gefühl hast, da kann sich noch mehr daraus entwickeln oder ist das einfach jetzt eine momentane Sache gewesen und das Projekt ist dann abgeschlossen, hast du dort Dinge einen Plan diesbezüglich? Ich weiss noch nicht, wie es rauskommt, aber mein ganz, ganz ursprünglich Plan ist, also Plan oder eine Idee, die ich hatte, die ich fand, die könnte hier funktionieren, war eigentlich, und das ist wirklich fast schon eben 3 Jahre her, dass man Spanisch anbieten für Touristen. Das gibt es nämlich hier nicht, eine Schule oder Kurs. Und die würden natürlich so ein bisschen einen höheren Preis zahlen, der für sie aber immer noch angemessen ist. Und Englisch für die Einheimischen zum eben tiefen Preis. Also es würde dann die Spanischstunde würde die Englischstunde wie sagt man, subsidize? Einflüssen. Finanzieren, ja. Also Subventionieren, danke. Bitte. Ja. Genau. Das wäre eigentlich die ursprüngliche Idee gewesen und die finde ich immer noch brauchbar. Das, was wir jetzt im Moment machen, das läuft im Fall einfach. Ich habe vorgestern
von jemandem aus der Hauptstadt eine riesige Spende bekommen an Kleider, an teuren Handtaschen. Also ich glaube, ich tue die gescheiter verkaufen und kaufe mit dem Geld Lebensmittel, weder dass ich die den Frauen ins Überschwemmungsgebiet bringe, habe ich jetzt so das Gefühl. Aber die sind auch mit einer gewöhnlichen Plastiktasche zufrieden oder ja, oder irgendwie die es hier brauchen. Ja, eben so kommen immer wieder Sachen. Ich habe mich auch nicht. Gerade ist hier für uns alles voll mit Kleidern, die ich sortiert habe. So. Gleichzeitig sollte in dieser Woche noch eine Ladung Saatgut ankommen. Von etwas besserem Saatgut, wo mehr Nährwert drin hat als in normalen. Ja, irgendwie ohne, dass wir gross etwas machen. Also mal, wir sind natürlich immer ein bisschen am recherchieren, abklären, Leute nachfragen, in Kontakt sein mit den Einheimischen und so. Aber alles andere ergibt sich dann aus dem. Ja, also ich will nicht sagen, dass wir einfach hier hocken und da passiert plötzlich etwas. So schon nicht. Aber es ist nicht, dass ich aktiv Kleiderspenden suche oder so, sondern ich mache vielleicht einen Aufruf, weil wir sowieso wieder ins Überschwemmungsgebiet gehen. Wenn jemand will, dass wir Sachen abholen können, machen wir das. Aber eben das andere hat sich jetzt voll aus einem Zufall ergeben. Und so geht es irgendwie jetzt schon. Ich denke immer, die nächste Woche ist wahrscheinlich fertig. Jetzt kommt wahrscheinlich keine Spende mehr und dann hören wir wieder auf. Also, ja. Und jetzt ist es seit mehr als einem Jahr noch nicht aufgehört. Ich hoffe natürlich, das höre ich noch nicht auf. Ja, aber ich würde gerne die eigentlich Soforthilfe oder eben den Leuten ein bisschen zu essen geben für 3 Tage. Ich hätte viel lieber etwas, das in die richtige Bildung geht natürlich. Dass sie nachher selber etwas auf die Beine stellen könnten. Ja, oder selber etwas längerfristiges hätten. Mhm. Das wäre mir natürlich viel, viel lieber. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und denkt, wow, das ist cool, ich würd euch gerne unterstützen und ja auch etwas spenden. Ich meine, schon 5 Lieber wahrscheinlich ist schlussendlich irgendetwas wert, oder irgend so etwas. Wie würde man das irgendwie zustande bringen, dass das bei dir ankommt? Wie meldet man sich am besten bei dir? Oder wie nimmt man Kontakt auf zu dir? Wir können Kontakt zu mir aufnehmen via E-Mail, via WhatsApp. Ich weiss nicht, ob du das veröffentlichen meine Daten nachher. Ob das wenn du das willst, dann kann ich das sehr gerne veröffentlichen, aber ich würde das nicht einfach veröffentlichen. Ohne Nein, ja, ich glaube nicht. Wir haben noch keinen Namen. Wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend. Es ist nicht so, dass ich finde, ich bin die Organisation und ich mache jetzt das. Ich bin ja auch nichts Offizielles und ich habe darum auch nicht irgendwie eben schon eine Webseite und einen Namen. Ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht dazu gekommen, das aufzuziehen. Also ja, wir sind immer nur gesäckelt, wenn es brennt hat, quasi so, oder? Und genug absorbiert gewesen mit diesen Sachen organisieren. Ich habe aber einen Namen im Hinterkopf. Es ist nichts Wahnsinniges oder so, aber vielleicht macht das Ganze ein bisschen einfacher. Aber ja, wir können uns sehr, sehr gerne Spenden zukommen. Sag doch schnell deine E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse? Ja, die ist munken@sunrise.ch. Müsst ihr euch vorstellen, wie ein Munk, ein Murmeltier in Graubünden. Willst du schnell buchstabieren? munkga at sunrise.ch. Die hast du schon ewig, das weiss ich noch. An die mag man sich erinnern. Ja, würde mich sehr freuen. Ja, ich habe die gewöhnliche Bankverbindung oder PayPal. Und ich tue die Spenden immer an. Das ist auch noch ein rechter Aufwand, den ich aber gerne auf mich nehme. Also wenn jemand mir 50 Franken spendet oder 100 oder was es sei, eben schon mit 10 Franken kann man etwas machen. Habe ich es bis jetzt so gehandhabt, dass ich nachher, wenn du mir das Geld gibst, gebe ich dir nachher einen Bericht ab und sage, schau, mit deinem Geld so und so viel war es für zum Abheben im Bankomat. Neu nehmen wir einen Teil für uns, also der Bankomat ist dann inklusive diesen 15%, die wir für uns nehmen, für unsere zusätzlichen Aufwendungen, also ja, halt wie wirklich Telefonrechnungen. Manchmal müssen wir auswärts essen, weil wir gar nicht mehr rechtzeitig zum Einkaufen kommen. Und so, ja, kleine Sachen, aber die sich summieren, die ich am Anfang gefunden habe, ja, ist doch gleich, aber
es ist irgendwie eben gar nicht so gleich auf die Länge gewesen. Und dass man eben auch längerfristig das kann machen, sonst muss ich irgendwann sagen, ja gut, das kann ich einfach nicht mehr machen, vermag es nicht mehr. Oder? Ja. Und ich sage dir nachher aber, was wir gemacht haben und wo, und schicke dir auch Fotos von den Leuten und von den Quittungen natürlich. Von den Leuten probiere ich möglichst nicht eben jetzt die Sportler mit dem bisschen Mais und Bohnen, die wir gebracht haben, sondern so ein bisschen Gruppe, ja. Es geht mir mehr darum, nicht unbedingt als Beweis, also ja, das auch, aber eben nicht als Beweis, ah, da 10 Säcke, also ja, da sehe ich einen, zwei, drei, es fehlt aber jetzt noch einer auf dieser Foto, sondern mehr zum sehen, aha, ja, ja, die haben ja kein Wasser, ja, kein Wunder, könnt ihr nicht eben jetzt ihre Kinder irgendwie anständig ernähren und noch in die Schule schicken, wenn ja die irgendwie 10 Kilometer zu Fuß von der Schule weg wohnen. Weißt du, mehr so erklären, wie es ist oder warum es eben Unterstützung schon Sinn macht. Oder gerade in den Überschwemmungsgebieten ist es ja klar, die haben ja alles verloren. Also ja, das muss man gar nicht gross erklären, aber ich erkläre es eben gleich immer wieder gerne, weil manchmal kann man sich das einfach nicht vorstellen. Ja, wirklich, weißt du, ja, Überschwemmung, aha, ja mal, das kann man sich vorstellen, dass das Wasser hoch ist und so weiter. Aber was das alles heisst, ich sage dir, ja, es hat Auswirkungen auf alles nachher, auf alles eben, wie die Jugendlichen, die nicht mehr weiter in die Schule kommen, weil halt das Geld nicht mehr rum ist für das Schulgeld zu zahlen. Mhm. Und weil sie keine Schuhe haben im Moment, um in die Schule zu gehen. Und eigentlich so, ja. Mhm. Ey, ich finde es mega, mega spannend. Ich finde es mega cool. Ja, was hast du für eine Idee? Sorry. Ich hatte schon die Idee, eben das umzuwandeln in eine kleine Organisation. Ich muss einfach gut überlegen, welche Vorteile hat das und welche Nachteile. Weil es ist ja so, dass ich am Schluss am liebsten nicht im Büro sitze, weißt, und irgendwelche finanziellen Sachen muss alles abklären, Steuern und so, Zahlen biegen, sondern ich möchte eigentlich das so weitermachen wie jetzt, wirklich so an vorderster Front. Und darum muss ich abwägen, was sind denn genau die Vorteile davon, eine Organisation zu sein und was sind allenfalls, hat allenfalls das freie, private nicht auch seine Vorteile. Weiß ich noch nicht. Mhm. Aber so, der Wunsch wäre eigentlich eben etwas aus dem zu machen, wo längerfristig, wie sagt man, wo ein bisschen mehr Substanz hat und nicht einfach nur Hilfe ist, gerade für jetzt, für heute und morgen und nachher müsst ihr wieder selber schauen. Plus, du musst ja wahrscheinlich selber auch ein bisschen schauen, weil du ja offiziell gar nicht dürftest arbeiten, was du gesagt hast. Ist es vielleicht auch ganz okay, wenn es nicht zu offiziell ist, oder? Ich glaube nicht, dass das ein Problem wäre, weil ja das der ich würde ja nicht daran verdienen. Es ist ja eine Non-Profit-Sache. Okay. Ja, es sollte nicht das Problem sein, das. Voll gut. Hey, wir kommen das Ende. Und bla bla. Nein, es ist mega spannend. Ich lasse dir mega gerne zu. Ich kann mir vorstellen, dass wir ja vielleicht das Gespräch mal wieder wiederholen und du dann noch ein bisschen weiter erzählst, was noch weitergelaufen ist. Ob vielleicht sogar nach dem Podcast irgendwie noch 2-3 Spenden mehr dazugekommen wären oder sind. Das wäre natürlich mega cool. Man hätte es eigentlich am Anfang sagen, weil am Schluss ist natürlich die Möglichkeit gross, dass die Leute gar nicht mehr zulassen. Aber mich nimmt es Wunder auf deinen Bericht nachher, ob das irgendwie etwas ausgemacht hat. Und gell, es kann natürlich auch sein, dass ich schon wieder sage, du, ja, im neuen Schuljahr fahre ich zuerst mal da, vielleicht sehen wir uns mal im Lehrzimmer. Okay, also vielleicht bin ich dann ja auch wieder dort. Vielleicht bin ich dann ja auch wieder das erste Mal. Ja. Also wie gesagt, ja, es ist ja nicht, es ist alles irgendwie recht offen, aber ich darf sagen, dass es mir da und jetzt mit dieser Aufgabe quasi, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Obwohl es mir eben manchmal finde, ja, hey, nein, jetzt hätte ich einfach gerne wieder mal Strom und Wasser, das einfach läuft und nicht muss organisieren. Und ja, weißt du, einfach so. Eben und wieder mal eine gute Freundenrunde. Mein Trost ist ja immer, dass ihr das auch nicht so gehabt habt jetzt genau. Im letzten Jahr. Und genau. Das ist übrigens auch der Grund, warum man sich immer noch da bin. Gell? Also das wäre ja noch eine ganz andere Geschichte. Dort, wo das angefangen hat und wo man so echt Angst hat. Ich habe wirklich mir vorgestellt, aber vielleicht kommt ja das immer noch. Weißt du, dass der da tot auf der Straße liegt, weil sie ja kein Gesundheitssystem hat und ich dort muss helfen. Weißt du, also, oder ich schwer krank werde und halt dann da
verenden, ja, ohne es jemand merkt. Weißt du, wirklich so ganz existenzielle Ängste plötzlich. Aber ich bin ja dann gleich nicht auf den Repatriierungsflug von der Schweiz, gell? Ja, obwohl sie mich immer wieder eingeladen haben per WhatsApp. Ja, so, also, ich sehe, es war noch viel Thematik um für ein weiteres Gespräch. Ja, komm, wir machen doch das. Ihre Internetverbindung ist instabil. Ja, du hast vorher ein bisschen gestockt, aber ich hoffe jetzt, dass das auf deinem Nattel aufgezeichnet hat. Alles super. Monika, danke vielmals. Es ist einerseits natürlich mega schön gewesen, dich mal wieder zu sehen und mit dir ein bisschen zu plaudern. Und andererseits sehr spannend, dass du uns da alles erzählt hast. Und wie gesagt, ich freue mich schon auf ein weiteres Gespräch. Dann. Dir weiterhin alles Gute. Ich habe zum Schluss noch einen Aufruf. Ja, ja. Unbedingt. Und zwar, ich habe gesehen, ich habe eine Notiz gemacht mit 3 Punkten. Ja, ich habe gerade die anderen Sachen gesagt. Falls jemand im Publikum, der sich auskennt damit, wie man in der Schweiz eine NGO gründet, so eine, ja, und mit mir Kontakt aufnehmen will, bin ich sehr offen für allfällige Tipps oder Ratschläge oder so. Und natürlich auch alle anderen, wenn jemand eine Frage hat oder jemand etwas genauer wissen will, und so sehr gerne. Mhm. Ich habe dir schon Kontakt, fällt mir jetzt gerade ein. Sehr gut. Ja. Und weißt du, was ich noch sagen zu, ja, zu Guatemala? Nein. Weißt du, wegen das, was man vermisst und so, gell, das haben wir ja jetzt schon ein bisschen besprochen. Aber etwas, was ich noch sagen wollte, mir im Voraus, oder wo mir einfach in Sinn kam, ist eben zu deiner Frage, quasi, was vermisst und was überhaupt nicht. Was ich schön finde da, ist eigentlich die grosse Freiheit, die man hat. Eben, wo könnte ich sonst schon einfach kommen und sagen, ich mache jetzt das und ich gehe jetzt denen das bringen und so. Müsste schon wahrscheinlich eben eine Bewilligung haben, wäre eigentlich auch gut, weil ich könnte denen ja auch irgendetwas andrehen im Grunde genommen. Weißt, das macht mir manchmal auch Angst. Oder es hat auch viele religiöse Gruppen, vor allem so im Grossraum Hauptstadt, glaube ich, wo es mich dunkelt, das ist wieder voll so wie zu der Zeit nach der spanischen Eroberung, weißt du, so missionieren und so, also wo es mir, das ist gar nicht mein Ding, macht mir fast ein bisschen Angst oder finde ich ein bisschen bedenklich, was man eben da alles könnte bringen und so. Freiheiten, du kannst mit dem TÜV umfahren ohne Helm, kannst auch mit 3 Kollegen auf dem TÜV umfahren ohne Helm, das ist eigentlich noch cool, oder? Würde man so finden, oder eben Kinder können schon mit dem Auto umfahren, das finde ich jetzt weniger cool, aber ich meine, du hast viel Freiheit, du kannst mit dem Pickup auf Fluss baden, kannst bis in den Fluss fahren, wenn du willst, also das ist ja in der Schweiz unvorstellbar, oder? Du kannst hinten, weißt, auf der Brücke kannst du Picknick haben, so, voll cool. Und auf der anderen Seite natürlich eben die riesigen Risiken, die du auf dich nimmst, oder wie gefährlich das Leben da ist und wie wenig das auch ein Menschenleben da zählt. All die fürchterlichen Sachen, die passieren und können passieren. Eben wenn, nur schon, wenn du einen Autounfall hast zum Beispiel, oder so kleine Sachen, die in der Schweiz schon auch lästig sind, aber nicht jetzt gerade ein Weltuntergang, sind es da eben vielleicht schon ziemlich. So die 2 Extreme, das finde ich noch krass. Ich bin viel vorsichtiger geworden, da dunkelt es mich. Weißt, bei ganz kleinen Sachen, ja. Laufe ich jetzt mit dem kochend heißen Wasser so in die Küche über, oder vielleicht hole ich doch gescheiter besser noch ein besseres Gefäß, wo man vielleicht nicht plötzlich aus der Hand ausschlüpft. Also ja, weißt du wie, so. Ja. Und auch im Verkehr, bin ich immer extrem wachsam. Du kannst nicht einfach so ein bisschen cruisen auf der Hauptstrasse. Aber es kann gleich immer etwas passieren. Gut, jetzt. Danke für das Schlusswort. Alle, die bis dahin zugelassen haben, danke fürs Zuhören. Und wenn ihr mehr wissen wollt über Monika oder eben ja, sogar einen Spend verschicken, dann schreibt ihr doch an die E-Mail-Adresse. Ich tue sie unten noch in die Beschreibung von dem Podcast. Und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei wärt. Bis dann, eine gute Zeit. Dir und euch. Und ciao zusammen. Ciao, ciao. Tschüss. Oh.
Und wir sind natürlich schon 100'000, ich übertreibe ein bisschen, Sachen die ich doch auch wollte, noch sagen, die ich im Voraus eigentlich, also nicht, dass ich denke, das muss ich unbedingt sagen, aber so ein bisschen Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Eben von wegen Selbstkompetenz. Vielleicht hat mich der Ausdruck gerade so ein bisschen ins Strudeln gebracht. So, wow, das muss so professionell tönen. Dort vielleicht so ein bisschen, ich weiss, ich kann das jetzt nicht mehr bringen, aber dir sage ich es jetzt gleich noch. Weniger so den Anspruch haben, eben, man muss können das planen oder ein Ziel haben und dann muss man das so verfolgen und so, finde ich, nein. Man darf auch sich Zeit nehmen quasi oder etwas reifen oder manchmal ergibt sich etwas einfach so, weil es eben einfach stimmt und dann muss man gar nicht irgendwie krampfhaft einen Plan haben oder ein Ziel suchen oder so. Das habe ich sehr, sehr schön gefunden an dieser Zeit da bis jetzt. Also ich finde natürlich auch, ich habe extrem einfach Glück gehabt, wirklich. Oder eben sind mir so Sachen erst später wie Schuppen von den Augen gefallen, wobei das ist mir auch vorher im Leben natürlich schon passiert, aber da jetzt noch extremer, weißt du, so, hey, stimmt, das ist doch eigentlich etwas gewesen, was ich immer mal wollte machen. Also ja, Sachen wie zum Beispiel auf einem Boot leben für ein Zeitchen oder eben ein eigenes Projekt zu haben oder können meine Arbeitszeit frei einteilen und so. Aber ja, die Kehrseite ist natürlich schon immer die finanzielle. Ich finde immer, hey, wenn ich finanzielle Sicherheit habe und ich brauche sicher keinen Luxus und nichts. Ich lebe sehr einfach und das lenkt mir auch so. Aber wenn ich nicht die Sorgen habe, eben von dem dahinschmelzenden Ersparten, dann, also der glücklicher könnte eigentlich der nicht sein. Weil der könnte ja auch ab und zu in die Schweiz reisen, nicht wahr, um meine Freundinnen und Freunde und Schwestern treffen. Ja, dann wäre es eigentlich ganz, ganz komplett. Das wollte ich noch sagen. Und ich hätte noch so gerne den Fokus ins Zentrum rücken auf die extreme Armut hier und die verschiedenen Gesichter, die die Armut eben hat. Dass man vielleicht, wenn man einfach kommt und die Leute sieht oder trifft, dass vielleicht schon merkt, ja, die haben vielleicht ein bisschen ältere Schuhe oder so. Ah, aber sonst, es hat auch ganz viele, die eben so tiptop rausgeputzt, nur rausgehen. Also, die sehe ich dagegen aus wie eine Kloschar. Aber ja, dass es eben so ganz andere Facetten noch gibt. Ja, auf das bin ich zu wenig eingegangen. Dass ich das hier da wirklich eben ja hautnah miterlebe. Ja, wirklich. Also das ist wirklich wahr. Ich habe extrem viele Erfahrungen gesammelt in dem, was ich jetzt annehme. Das kann man nicht in meinem Soziologiestudium oder so so lernen. Ja, aber dafür fehlt mir natürlich der ganze theoretische Kontext. Gut, bis bald. Hoffentlich habe ich nicht noch mehr gelangweilt in den Schnorr. Danke, dass du so viel Staub aufgewirbelt hast bei mir. Und bis bald. Wenn du übrigens Glück gehabt, ist der Glassewagen heute erst am Nachmittag gekommen. Probiert jetzt hier gerade vor dem Haus den Stutz darauf zu kommen mit dem uralten Büssli. Frag, auf welchen Glassegeschmack dass du Lust hast. Sag, was er alles hat. Mal, jetzt hat er es glaube ich geschafft. Ah, dafür ist bei irgendeinem Fußballmatch gerade noch ein Goal gefallen. Ja. So, jetzt tue ich nicht mehr länger belästigen, gell? Der Podcast sagt ja, stellt ja mir nur 2 Stunden mit dir zur Verfügung und nicht den ganzen Tag. Tschüss!